Dieses Foto sorgt derzeit für viele Diskussionen. Doch ist es wirklich ein so großer Skandal oder wird es einfach überbewertet? Aber ich finde, das wird ziemlich hoch gepusht. Also ich finde, es sind immer noch Fußballer. Und das Statement von Gündogan war ja auch, dass er dann quasi den Respekt zollen wollte, hat ihn zufällig dann da getroffen. Und dann, dass Erdogan das dann halt missbraucht hat quasi, ist dann halt so. Aber ich finde, das wird ein bisschen größer gemacht, als es ist. Also nicht nominiert oder so, würde ich gar nicht als Option sehen. Das sind Fußballer und keine Politiker. Ich finde es persönlich nicht so gut, wenn er für die deutsche Nationalmannschaft steht, aber ich habe mich in das Thema auch nicht so wirklich eingelesen oder irgendwas. Ich habe es ja auch nur so, sag ich mal, über Drittleute halt gehört, aber grundsätzlich finde ich das nicht sehr befürwortenswert. Ja, tut nicht Not, ne? Hätte auch lassen können, aber ist mir, also mir ist das relativ Wurst, was die beiden machen. Interessiert mich nicht wirklich. Meinst du denn, dass er deswegen trotzdem bei der WM mitspielen sollte? Ja, guter Fußballer, ne? Muss mit. Also ich denke mal auch, dass er, also er wird ja mitkommen. Ich weiß nicht, ist der Kader schon drauf? Nee, aber der wird mitkommen auf jeden Fall. Kann man ihn, sind zwei Sachen, aber hätte er auch einfach weglassen können, dann wäre es auch gut gewesen. Also ich finde, wenn man so in der Öffentlichkeit steht, muss man wissen, um was es geht. Man kennt ja die Debatte damit mit der Türkei und ich finde, jetzt zu schieben, man hat das nicht gewusst oder so. Also ich finde, vor allem wenn man in der Öffentlichkeit steht, die WM ist demnächst, sollte man wissen, was man sagt. Ich finde es auch, glaube ich, eher schwierig als Nationalspieler von der deutschen Nationalmannschaft halt. Obwohl die natürlich eigentlich sagen können, was sie wollen, aber ja, finde ich. Man sollte dazu stehen, wenn man das sagt und dann nicht so sagen, so ja. Und ich finde halt, dass ja gesagt wurde, dass die vielleicht gar nicht wissen, was sie da machen oder so, das finde ich halt ziemlich, also das glaube ich halt nicht, weil die sind ja irgendwie alt genug und ich glaube nicht, dass die das jetzt so gemacht haben, weil sie nicht wissen, was sie da machen. Findet ihr, dass sie deswegen nicht bei der WM mitspielen sollten? Sollten schon, ist halt jetzt so, ne? Also ob sie dann so hundertprozentig unterstützt werden wie jemand anders, der in der Nationalmannschaft spielt, ist ja dann jetzt die Frage, aber spielen sollte man sie trotzdem lassen. Ist ja unsere Mannschaft, wir feuern sie trotzdem an.